Tja, Leute, herzlich willkommen in Joschkarola. 22.10 Uhr. Ich muss ein bisschen leiser sprechen. Vielleicht hören das die Nachbarzimmer in diesem Hotel. Nach gestern doch einem sehr erfrischenden 4 Grad kaltem Wasserbad in den blauen Seen, unweit von Kasan, mache ich es mir jetzt mal bequem in einer randgefüllten Badewanne, wohl wissend, dass wir das vielleicht in Deutschland in Kürze nicht mehr machen dürfen, nicht mehr machen können, uns nicht mehr leisten können, nämlich in Russland, in der Republik Mariel. Joschkarola ist die Hauptstadt von Mariel. Dieses Video auf Entspannungsbad, vielleicht das letzte Mal. Deswegen, die Wanne ist voll, diesmal ein Lied. Deutscher Hit, ich glaube Nummer 1 Hit sogar, war es Dieter Hallervorden. Die Wanne ist voll, Ja, hier ist sie voll in Russland, hier ist genug Wasser. Hier ist genug Gas, hier ist genug Öl, die müssen sich keinen Kopf machen. War halt eine schöne Exkursion. Und interessant war eine Quarzverkäuferin, die hat mich angesprochen, als ich dann erzählte, dass ich Deutscher bin. Hat sie gesagt, was denken Sie über den Konflikt? Auf welcher Seite stehen Sie, Ukraine oder Russland? Und ich habe wohlwissend diplomatisch geantwortet und habe gesagt, ich bin auf der Seite des Friedens, der Völkerverständigung, des Miteinanders und vor allen Dingen des Dialoges, dass man versucht, mit diplomatischen Mitteln eine Lösung, einen Kompromiss zu finden. Und das hat ihr gefallen. Sie war natürlich auf der russischen Seite, hat mir dann ihre Sicht der Dinge so erklärt, wie ich sie auch kenne von den meisten Russen, dass natürlich die amerikanische Außenpolitik sehr kritisiert wird, die ja die Ukraine mit Waffen, mit Geld, mit allem unterstützt hat, auch auf dem Maidan. Das weiß die Frau natürlich, dass diese Militäroperation, dieser Konflikt, dieser Krieg, je nachdem, welche Seite darüber spricht, eine lange Vorgeschichte hat, die wird meistens ausgeblendet. Tja, und so habe ich mit dieser Dame kurz gesprochen. Die hat mir ihr Herz ausgeschüttet, aber am Schluss hat sie mir kräftig die Hand geschüttelt und Danke gesagt. Ich habe natürlich einen Druschba-Flyer und so ein kleines, schönes Herzsticker. Die hat sich sehr gefreut und hat viel Glück und Gesundheit gewünscht auf der Reise durch Russland. Joschkarola, tolle Geschichte, tolle Stadt, lohnt sich auf jeden Fall. 250 Kilometer entfernt von Kasan. Wir sind so 4 Stunden gefahren, 4,5 Stunden. Damit muss man rechnen auf diesen Distanzen, weil sehr viele Unterbrechungen mit ein paar Baustellen und dann immer wieder auf 70. Da sind ja viele Fußgängerüberwege in Russland auf den großen Straßen, weil die Dörfer auch immer an den Straßen gebaut wurden und umgekehrt die Straße an den Dörfern. Demzufolge muss man immer runter vom Gas, darf 90 fahren, eigentlich 20 mehr, ohne bestraft zu werden. Und dann düst man so immer gemütlich zwischen 40, 60 und 90 und mal 100, 105 durch die Lande auf tollen Straßen. Habt ihr auch, glaube ich, in den Videos gesehen. Ich habe ja Videos aufgenommen. Wie immer tolle Straßen, Fernverkehrsstraßen. In den Städten selbst gibt es die Ruski Surprise. Da gibt es immer um jede Ecke mal ein Schlagloch. Wenn man auch auf Auffahrten fährt, zu Rastplätzen, immer aufpassen, immer eine kleine Überraschung, immer für eine Überraschung. Gut, da sind dann heftige Löcher in den Straßen, aber die Taxifahrer, mit denen wir oft fahren, die kennen das, die haben alle stabile Maschinen, die rattern da durch. Ja, also alles schön, schöner, sonniger Tag, war, glaube ich, war heute der heißeste Tag der Woche, 38 Grad, war in Nizhny, hat Remo uns gesagt, Remo, Grüße aus der heißen Badewanne ins 38 Grad Nischen. Und heute waren es bei uns aber auch in der Sonne elendig 40 Grad. Aber wir haben viel gesehen. Werdet ihr mitbekommen, werdet ihr sehen. Morgen geht es dann früh 8 Uhr aufstehen nach Nischni Novgorod. Das ist dann wieder so ein 6,5-7-Stunden-Ritt mit Pause, vielleicht sogar 8. Jo, und dann sind wir wieder in Nischni Novgorod. Und dann sind wir wirklich ab morgen auf der Rückreise Richtung Deutschland, Richtung Europa,
aus Russland. Schade, schade. Man hat sich gerade so schön dran gewöhnt. Ich genieße jetzt nochmal das Erfrischende. Nicht plus 4 Bad, sondern angenehme Körpertemperatur. Bad in Russland. Gute Nacht.